Aber warum denn eine Tür? Warum denn eine Tür? Ja, Münztastiges Willkommen zurück zu Super Mario. Oder wie Simon Sunshine. Wir haben jetzt, oder ich habe eher gesagt, die 100 Münzen gesammelt und das Ding hier eingesammelt. Tatsächlich habe ich schon gestern Abend gemacht, aber ich habe das dann mal so perfekt hingesetzt, dass wir das heute einsammeln können. Ich habe mein Versprechen gehalten, glaube ich. Ich habe die blauen Münzen alle aufgeschrieben. Und zwar, ja, Mario Morgana, nerv ruhig rum. Mond. Wir mussten den Mond in der Nacht bespritzen. Ich glaube, es war bei, es müsste bei Episode 5 gewesen sein. Ich glaube schon. Wo der komische goldene Pilz so komisches Zeug um sich hat. So wie so eine Wasserschicht. Wir schauen dann auf diesen Pilz den Mond an und spritzen den Mond einfach an, weil wir uns denken, da ist sicherlich eine Blue Coin. Richtig nett. Habe ich mir auch gedacht. Gut. Dann tatsächlich ein Schild anspritzen. Ich weiß nicht, ob das auch in Episode 5 war, ne? Allerdings, achso, by the way, Episode 5 ist die Episode, wo man die 100 Münzen zusammenbekommen kann. Zumindest am besten. Ein Schild anspritzen. Steinpalmers Nase bestampfen. Genau. Chill. Ich dachte mir ja schon die ganze Zeit, dass da was ist, ne? Corona Mount soll. Colina Corona. So viel zu Mountain. Colina Corona. Ich habe gehört, dass dieses Level, ne? Frech sein soll. Es gibt 10 Münzen, die wir sammeln können. Und das soll richtig frech sein. Wie man merkt. Sehr schön. Fängt doch super an. Okay. Ich habe Angst, muss ich jetzt ehrlich sagen. Okay, wir können das immer ausmachen, das Feuer. Wow. Und ein One-Up. Was mit dem Fisch? Komm, der muss ja irgendwas haben, oder nicht? Nö. Pass auf. Jetzt. Okay, okay. Ausmachen. Sehr schön. Ich möchte immer mal teilweise schauen, ob hier irgendwie... Ob hier irgendwas... Oh. Oh! Okay, blaue Münze. Sehr schön. 230. Komm, es läuft doch wie am Schnürchen. Ich weiß noch nicht, warum das so schwer sein soll. Ich glaube, es kommt später noch ein Boot. Oder so. Ich weiß auch nicht, ob das Feuer wieder angeht, weißt du? Kann ich hier ganz kurz mal hinschauen? Ja, es geht wieder an. Das ist aber sehr beruhigend, du. Geh erstmal hier hin. Oh! Okay, das war krank. Chill, chill, chill. Sehr schön. Das möchte ich nochmal versuchen. Jetzt. Oh Gott, das war ein knapper Sprung. Oh, wir können Wasser wieder auffüllen. Das ist beruhigend. Und glücklich machen, tatsächlich. Es ist sogar glückselig machen, mein Lieber. Okay, cool. Geben Sie mir das Ding. Ich darf die Wand bestimmt nicht berühren. Schon wieder ein One-Up. Jetzt übertreibe ich aber hier, du. Ich hoffe nicht, dass hier noch mehr blaue Münzen sind, ne? Okay, das Boot. Damit haben wir ja schon mal Spaß gehabt, tatsächlich, ne? Das Gemeine ist halt... Ja. Es hat gemeine Steuerung. Also genau umgekehrte. Sprich... Genau. Wir spritzen in die Richtung, wohin wir auch wollen. Also unlogisch gemacht, tatsächlich. Ich gehe mal dann davon aus, ne? Dass wir nicht untergehen können. Entschuldigung. Ja, so viel dazu, ne? Was für eine Scheiße. Das wird ja richtig lustig, du. Und dann der ganze Charge wieder. Ah, das ist sehr nett. Aber die Jump'n'Run-Passagen hier am Anfang finde ich nicht so schwer. Muss ich ganz ehrlich jetzt mal offen sagen. Das geht. Das geht komplett klar. Da war was? Ja, cool.
Und das One-Up bekommen wir auch wieder zurück. Oder der One-Up, wie auch immer man das formulieren möchte. Oder artikulieren möchte, wie auch immer. Nein. Nein! Diesmal will ich nicht bitte sterben. Na, geh mal. Guck mal, jetzt ist der komisch. Jetzt, richtig. Ja. Weiter nach links, links, links. Ja, sehr schön. Jetzt bitte scharf rechts. Wir wollen nämlich dahin, ob das so sinnvoll ist, mein Lieber. Nein, nein, nein. Nein! Oh Gott. Hier muss man überall rum. Ich habe das Gefühl, je nachdem, wo man sich auf dem Boot befindet, ne? Sprich, ja, wie sagt man, Heck, Backbord, ich weiß nicht, Steuerbord. Vorne, ne? Ich hab Bug, oder? Also hinten am Bug. Vorne am Heck. Ich glaube. Sag ich mal jetzt einfach so. Am Bug, ne? Ist es vertauscht. Wir spritzen dahin, wo wir hinwollen. Vorne am Heck ist es wieder. Also ist es richtig rum, habe ich das Gefühl. Komische Scheiße, du. Aua. Aber. Münzen sind uns eigentlich ziemlich Wurst hier. Also sprich Heilung, weil wir sterben so oder so bei Erstkontakt mit irgendwas anderem. Gut, okay, dann nehmen wir hier die scharfe Kurve von mir aus. Und gehen halt dann so herum, ne? Sozusagen. Wir müssen ja nicht genau die blauen Münzen, quasi uns holen. Erste. Achtung, spritz, spritz, spritz. Okay. Direkt Richtung rechts. Ja, ja, ja. Komm, komm, komm. Sehr schön, sehr schön. Jetzt vorsichtig. Sehr schön. Ich weiß nicht mal, ob man eine Stampfattacke machen darf, ne? Okay. Ich habe auch gesehen, da ist auch direkt wieder eine. Ah, ne, wir wollen ja nach links. Hier. Ja, im Zweifelsfall holen wir die halt später. Da kann man auch theoretisch, wenn man sich gut anstellt, sicherlich auch ganz simpel einfach hin schwimmen. Schwimmen, ja, na logisch. In der Lava schwimmen. Kommt gut, glaube ich. Oh oh. Wenigstens, ich glaube, 3 blaue Münzen geholt. Im Gegenteil zu manch anderer Level ist das halt überhaupt nicht frustrierend. Ich meine, wenn das halt echt nur das hier ist, nur das bisschen. Wir sammeln ja eher One-Ups, anstatt One-Ups zu verlieren, ne? Also Leben zu verlieren. Es ist halt überhaupt nicht frustrierend. Also ich habe letztens, ich weiß nicht, wo ich nach blauen Münzen halt geguckt hatte einmal, ne? Hatte ich halt gelesen, warum dieses Corona-Mountain-Level das unfairste von allen ist. Aber ich sehe hier keine, ja, Unfairness. Verstehst du? Ich weiß aber nicht warum, so ich. Also es sei denn, es geht gleich weiter, ne? Dann sage ich nichts, ne? Aber du, das ist so kurz. Und das hier ist ja nicht schwer hier, das hier. Oder sehe ich was falsch? Sehe ich irgendwie, sehe ich was nicht, Freundchen? Huh! Okay, das war schlecht. Oh, sehr gut. Das gefällt mir. Finde ich gut. Finde ich gut. Ich weiß auch gar nicht. Es müssten insgesamt bis zu 139 Münzen sammelbar sein. In dem Level allein nur. Aus dem ganz einfachen Grund, weil die letzte Münze. Wir können uns einfach im Stand drehen. Wie sexy ist das denn? Weil die letzte Münze ja. Verstehst du? Oh, ich glaube, das geht jetzt nicht, was ich vorhabe, oder? Komm, drehen wir nochmal eine Runde. Warte.
Bis jetzt sieht's gut aus. Das kann ich. Theoretisch kann ich das mal schaffen. Wie viele Münzen? Sagt er mir nicht. Dann dürfte das hier die letzte sein, ne? Ja, da ist aber mein Tod. Nice! Und das war die vorletzte blaue Münze von allen. Dann gehe ich aber wirklich davon aus, dass das hier das Finale sein wird, ne? Und die restlichen blauen Münzen sind dann alle, die restlichen Scheins sind dann alles wahrscheinlich so Blue Scheins, so Blue Scheins quasi. Blaue Münzen, Shine Sprites. Und wo gehen wir jetzt hin? Ich will doch nicht sterben so. Hallo? Oh. Hier ist dein One-Up. Also sterben will ich jetzt ungern. Ne? Wollte ich nur ganz kurz mal so mitteilen. Ja, ne? Das ist jetzt ein bisschen gruselig. Oh Gott, eine Gewitterwolke. Ach, ist es nicht schön hier. Piazza Delfino. Gut, ich habe gehört, in der Zukunft habe ich den Boss, den Final Boss besiegt haben, ne? Oder in der Zukunft werde ich den Final Boss besiegt haben? Besiegt gehabt haben. Futur 2. Benutzt keiner, braucht keiner. Okay, wo sind wir denn hier? Ich habe gehört, wir wollen letzte blaue Münze holen in Pista Delfino. Und ich habe gehört, man braucht dafür sprechen mit Mann von Schiff. So, Mann von Boot hat gesagt, ich brauche dich. Junge, wurde es praktisch, oder? Den muss ich jetzt erst noch suchen. Nett. Ah, guck mal, hier ist Mann mit Boot. Hallo. Den muss ich ansprechen? Muss ich dich ansprechen? Ich denke, dass Städte eben gefährlich sind. Ich ziehe das Leben auf dem Land vor. Aha. Soll ich dich für 10 Münzen zur Pista Delfino bringen? Natürlich. Dann ein andermal. Was? Ich habe keine Münzen? Wenn ich gerade mal hier bin, dann möchte ich ganz kurz mal erwähnen. Das scheint ja für jeden irgendwie das komplette Secret zu sein. Oder so von dem Let's Plays, die ich mal geguckt habe. Aber der Mann gibt uns Sonnenbrille und Sonnenbrille macht Dunkelbild. Ne? Also nichts Besonderes. Stört beim Gameplay. Habe ich nicht aufzusetzen. Haben wir schon mal gesehen in der letzten Welt. Oh mein Gott, wo es mir gerade einfällt, ne, bevor ich es vergesse, ein bisschen nochmal um das Spiel zu rennen. Schaut mal, wie schlecht. Da ist einfach eine Tür. Da hat er echt keiner Bock gehabt, extra eine Textur dahin zu machen. Wie schwer war es denn, bitteschön, die Textur lang zu ziehen und das dahin zu machen? Aber warum denn eine Tür? Warum denn eine Tür? So, da sind wir jetzt beisammen. Lass uns dahin fahren zu See. Erwarte nicht, dass der Captain Seemannslieder trällert. Aber bei Animal Crossing macht er das nämlich so. War das echt eine Anspielung darauf? Er hat auch so gesagt, dass der Captain, ne? Erwarte jetzt nicht. Jeder würde das erwarten, wenn man, ne? Schießen? Machen hier lange nicht mehr, ne? Ist ja eigentlich mal krasse Scheiße. Warum? Okay. Warte mal. Warte mal, willst du mir jetzt etwa sagen? Warte mal. Möchtest du mir jetzt wirklich sagen? Das ist ja richtig kacke. Also hier sind mehrere. Das ist die Welt, wo ich dachte, hier würde es mehr Insignien geben, weil wir haben ja noch viele, die fehlen würden, ne? Das war schlecht. Ich bin nur eine, ne? Ja, ist ja gar nicht so schwer. Oh, wie schwer! Ich komme nicht darauf klar! Wir haben die Insignie. Das ist doch toll. Ja, ich frage mich trotzdem, da habe ich gerade eben zwei Ms gesehen, kann das sein?
Das macht mich ein bisschen komisch. Das macht mich komisch, Leute. Weil ich dachte eigentlich, wir dürfen nur mal schauen. Ja, das war eine Münze. Ich dachte mir das gerade schon. Das kann nicht sein. Es muss mindestens eine einzige blaue Münze geben. Und die ist wahrscheinlich richtig gemein versteckt, ne? Scheiß breit. Get. Da holen wir uns mal die letzte Münze. Die ist nämlich hier drin versteckt. Richtig frech. Indem wir einfach den Eisblock zum Schmelzen bringen. Finde ich doch super. So, das reicht schon. Tja, dann sehen wir uns gleich beim Tanuki Blaumünzenhandel wieder, ne? Bis gleich. So, das Service spielt jetzt lang, ne? Benvenuto. Ich denke, du bist deswegen hier. Ja, sehr gut. Das bedeutet, du gibst mir jetzt 10 Münzen. Ach, mit 10 Münzen? Ich glaube, ich sehe gegen die Sieg in der Sonne. Ich gebe dir 24. Oh. Ja. Ja, doch, doch, gerne. Nice, wir bekommen direkt alle. Wie schlau ist das denn gelöst? Ja, stark. Dann würde ich schätzen, wir haben die 100%. Wir haben alles geschafft und ihr werdet gleich auch alles gesehen haben, ne? Also, Zukunftsblock verabschiedet sich wieder, ne? Falls die Verwirrung vorhanden war. Ich habe mich gar nicht angekündigt, ne? Aber, ich sag jetzt auch nochmal herzlichen Dank, ne? Fürs Begleiten der 100%, ne? Also, hier, genießt das Finale. The water is great, hey Junior? Sure is, Papa. Come on in, Mama Peach. I think not. Mario! Hello! You again? Don't you ever give up? Mario! How dare you disturb my family vacation? Bowser ist so groß und hat so eine wundervolle Stimme. Okay. Der Final Boss Fight oder was? Oh! Aufhören. So, ich glaube, das hier, ne? So. Das ist so Endboss-Kampf, ne? Wir müssen die Enden abtrennen, damit Bowser, der sowieso fliegen kann, offensichtlich, chill, Alter, chill, der offensichtlich in seinem Flugpool ohne Turbinen in der Luft sich halten kann, also... Wie Peach da einfach so mit der Ente. Chill, Bowser, chill. Oh! Das Ziel suchen, das ist Ziel suchen. Aber dann ist es ja nicht wirklich schwer. Haha, was war da unten? Ach, da fallen noch die Teile runter, oder? Pass auf. Damit hätte er sich jetzt sicherlich nicht gerechnet. Und nochmal. Wahoo! Und Pounce! Das letzte, komm. Oh Gott. Oh mein Gott. Nein! Hi! Okay, komm, komm, komm. Und das letzte Stück. Das war's, Bowser. Dein Plan ist gescheitert. Und jetzt der Schein, oder was? Die Scheinswelt. Den Siegen hier. Wundervoll. Aha. Da ist ein X. Das ist falsch. Wir haben die blaue Münze schon. Nein, Swuska. Swuska, ist alles gut. Swuska. Nein. Nein. Mario, was I Nein. Swusk ist tot. Mario, look. Oha. Die aus ihrem Grund besonderste Shinesprite erhält Piazza Delfino. In
bester Qualität wieder. In vollem Glanze. Oh. Daddy Issues? Oder was? Junior, I've got something difficult to tell you about Princess Peach. I know, she's not really my mama. Someday, when I'm bigger, I wanna fight that Mario again. In New Super Mario Bros. Well put, son. The Royal Koopa line is as strong as ever. But for now, let's just rest a while. Ah ja, also ich hab nichts gegen die Bowser-Stimme, die ist super. Cookie Monster. Das ist so traurig. Dreck weg. The vacation starts now. Wundervoll. Das sind die Credits, oder was? Ja, Hot. Satoru Iwata. Und Shigeru Miyamoto. Nicht du. Okay, ja, wir haben noch was, ne? Also ich meine, die ganzen Shines auszugeben. Hätte ich das gewusst, hätte ich schon vorher gemacht, ne? Aber es ist ja nur die Szene. Lol, wir haben jetzt alle Shine-Sprites. Kann ich zum Beispiel springen? Okay, nee, vielleicht schneide ich das hier auch, die Credits, ans Ende des Parts. Weil, das würde auch passen, ne? Ich würde jetzt mal sagen, Freunde, das war das Let's Play. Es war sehr lustig. Es ging jetzt 31 Parts. Ja, knapp daneben ist auch vorbei, würde ich mal sagen. Es ist mir zu laut gerade, ich kann nicht reden. Die Musik ist toll. Alles Abwandlungen vom eigentlichen, Main-Theme. Aber ich habe nichts dagegen. Das fand ich in Yoshi's Island. Quatsch ihn! Doch, da haben sie es auch gut gemacht. Woody World hat das nicht so gut, glaube ich, umgesetzt. Jedenfalls, ich muss sagen, das Spiel war toll. Ich mochte Sunshine. Tatsächlich hat das einen anderen, so wenn ich jetzt abwiegen würde, Galaxy oder Sunshine, ne, man kann das nicht wirklich miteinander vergleichen, weil es auch viel offener gestaltet ist, sag ich mal. Galaxy hat diese Challenges, diese, alles klar, diese Aufgaben, weißt du, was ich meine? Hier hast du es zwar auch in Episoden aufgeteilt, aber es hat irgendwie mehr, das Gefühl der Offenheit war viel größer aus ihrem Grund, weil du noch Nebenquests durch die blauen Münzen hattest. Das waren die Credits. Fien. Nee. Oder Finon. Ich weiß es ja nicht. Palmaton schaut auf das Ding. Es gab, glaube ich, schon oft Theorien, dass das böse ist. Dass jetzt Palmaton böse ist und Sunshine 2, ne? Vielleicht ist auch eine Referenz auf Super Mario 3D World plus Bowser's Juniors, was? Bowser's Fury, weil das wussten die schon von da an. Ich möchte speichern. Vielleicht schneide ich die Credits jetzt auch zusammen. Ja, okay, das ist jetzt in meinem Titelmenü. Gut, ja, dann mache ich weiter, ne? Und zwar war das Spiel wundervoll. Ich würde es wirklich als das schwarze Schaf bei den 3D Marios darstellen. Aus dem einfachen Grund, es ist unfassbar, wie viele Bugs und Glitches hier drin sind. Ich bin ja so oft durch Häuser geflogen. So oft haben die Gullis nicht funktioniert. Ich kam fast nicht mehr ins letzte Level rein, weil der Gulli mich nicht hochgefördert hat. So oft. Oder die Texturen haben dann rumgeglitscht. Es ist unglaublich. Das ist das Sonic Boom, der Mario 3D, nicht Collection, aber der 3D Marios, unabhängig von 3D Land und 3D World. Das ist unfassbar. So, ich habe nie, allein Mario 64, da fühlt sich es ja nicht an, als wäre hier Yakuza. Weißt du, was ich meine? Ich meine, klar, so das Spiel auszunutzen, um Tricks zu machen, das habe ich nicht plötzlich herausgefunden. Das wäre ein Vorteil gewesen. Hier, das hier waren ja wirklich beschissene Glitches, die da drin sind. Ich bin einmal komplett durch die Map geflogen. Einfach so. So einfach nur, einfach so. Es ist passiert. Ohne, dass ich was großartig gemacht habe. Und das kann ja nicht angehen. Also es ist mir scheißegal im Prinzip. Aber das ist halt, ich dachte, das Spiel musste schnell raus, so 2002 rum. Das musste, glaube ich, schnell fertig gemacht werden. Naja, gut. Aber das hätte jetzt kein großer Kritikpunkt, muss ich sagen. Ich meine, das hat ja irgendwas. Ne, dass das Spiel so buggy ist.
Oder allein dieses eine komische Level mit den, mit dem, wo Mario quasi die Pinballkugel ist, war mein Hasslevel. Würde ich schon sagen, ne? Glaube ich. Ja. Also was man sagen muss, storytechnisch, ne? Ich mag die Cutscenes gerne wieder, ne? Aber Sunshine ist ja so kurz. Wir haben für Galaxy, haben wir, glaube ich, 50 Parts gebraucht, ne? Und ich denke mal, 64 geht länger als Sunshine. Ich kann mir nicht vorstellen, dass 64 schneller ist als, schneller ist als Sunshine. Wir haben einen einzigen Bosskampf gegen den Hauptprotagonisten gehabt, ne? Also, oder Protagonisten, den Hauptantagonisten gehabt, Bowser Jr. Und Bowser war der finale Kampf. Da gab's nur Mutant Tyrannia, Emoto Bianco, und nur Goopa Blooper oder wie auch immer nochmal heißt, ne? In zwei Welten. Und König Buhu, gut. Aber das war's. So, ich meine, okay, cool. Wiederkehrende Bosse, hat was. Aber das hat sich nie angefühlt wie, lol, das ist jetzt was Großes, was passiert. Mir hat irgendwie so eine Verfestigung gefehlt, dass man klar sehen konnte, okay, das ist storyrelevant. Wie zum Beispiel, dass Bowser Jr. die geschickt hat oder sowas. Was weiß ich. Keine Ahnung. Es hat sich sehr, ich meine, das ist in Galaxy auch so. Aber dafür hast du halt, wie in Mario 64, diese Kämpfe gegen Bowser Jr., gegen Bowser, ne? Oder wie in den New Super Mario Bros. Teilen, oder gerade speziell New Super Mario Bros., ne? Der DS-Teil, wo dann halt wirklich so ein Bowser Jr.-Fight immer kommt, ne? Das hat gefehlt, diese Routine, ne? Was das Spiel immer aufteilen lässt. Hier ist halt die lediche Aufteilung Bowser Jr. und danach halt, wie sagt man, Post, ne? Das ist halt so, okay, cool. Aber ich fand's halt nicht schlecht, das muss man sagen. Also, good game. 8 out of 10, 9 out of 10. Na, es war halt nicht perfekt. 8 out of 10, vielleicht aus 6, ich weiß es nicht. 7,5, sind wir damit zufrieden? Ich weiß es nicht. Eigentlich will ich ja das Spiel nicht so bewerten, weil, die Sachen halt, so du kannst, also wenn, dann würdest du halt mal für 60 und Sunshine und Galaxy miteinander vergleichen können, ne? Wobei man auch eigentlich sagen müsste, es wäre unfair, zukünftige Games miteinander zu vergleichen, wo du quasi Sunshine kannst du nicht mit Galaxy eigentlich nicht vergleichen, oder das ist unfair, weil es halt ist the future, you know? So, gleichzeitig gilt es aber auch für 64, also Spiele zu vergleichen ist schwierig, deswegen muss man sie eigentlich immer alleine, ne? Betrachtet, bewerten und anschauen und dann sich quasi so ein Resultat draus verschaffen. Ich fand's gut, ich fand's nicht schlecht. Ich hab, Frust habe ich nur verspürt bei diesen Jump'n'Run-Sections ohne Flat. Da sieht man mal, wie abhängig man von Flat ist in dem Game. Liegt aber auch an dem beschränkten Mario Moveset, was halt überhaupt nicht vorhanden war. Ich meine, wie oft wollte ich Hechtsprünge machen und ich habe die Kamera einfach nur stabilisiert. So, was soll das? Gut. Aber sonst, ich mag das aber, dieses hastige Bewegen. Weißt du, Mario ist sehr agil hier drin. Der braucht nicht, um von 0 auf 100, ne, zu beschleunigen. Hier ist halt, das ist direkt so eine, boom, Konstantbeschleunigung. So, du drückst nach vorne und du bist auch, bam, in der Geschwindigkeit. Weißt du, das ist schön. Gut, ja, ich würde sagen, Freunde, das war's mit Sunshine. Ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt schon fertig ist. Ich habe gedacht, das geht bis April oder sowas, ne. Aber wir werden schauen, was die Zukunft bringt. Ich habe auf Twitter eine Abstimmung wieder gemacht, ne? Ich glaube, es sind 4 Spiele wieder. Ich versuche noch ein Infovideo zu machen, um ein bisschen was zu erklären wegen Haupt- und Nebenprojekt und was da jetzt los ist. Scheinbar ist 3D World plus Bowser's Fury am Gewinnen. Ich hatte erst überlegt, das nicht reinzubringen, weil es halt wieder ein 3D Mario ist. Zwar ist es halt 3D World, was halt wieder eine andere Schiene ist, ne? Was halt wieder eine andere Schiene ist, Punkt. Aber es würde auch passen. Wahrscheinlich, wenn man auswählen könnte, dass wir Bowser's Fury spielen würden, würden wir das als erstes spielen. Je nachdem, mal gucken. Weil da wieder Shine-Sprites sind. Zwar Cat-Shines, aber es sind Shine-Sprites, ne? Von daher. Und es irgendwie zusammen zu hängen scheint mit irgendwie Sunshine. Referenzen, was weiß ich. Gut. Ich würde mich mal hier verabschieden, aber wir sehen uns ja sowieso, oder haben uns schon gesehen mit den blauen Münzen, das einzudingsen. Wir sehen's, ne? Also, ich würde sagen, bleibt münzig. Wir sehen uns im nächsten Let's Play, im nächsten Projekt oder im nächsten Video. Tschüssi, Kowski.